Hoi, ich bin die Yolanda. Herbstzeit ist Schnusszeit. Wir gehen jetzt auch in der Kuchel und haben zwei eines von meiner Lieblingsrezepte und das ist der Müsli-Riegel. Als erstes tun wir im Backofen auf 160 Grad Umluft vorheizen. 20 Gramm von den geschälten Nüssen werden grob gehackt. Jetzt kommen 100 Gramm Haferflocken dazu. Als nächstes 50 Gramm Dinkelflocken, 30 Gramm Sesam kommt dazu, als nächstes 30 Gramm Schokoflocken, 50 Gramm Dinkelmehl kommt dazu. Ganz wichtig ist ein guter Hennig, das ist Inzringer, da kommt 50 Gramm dazu, 2 Gackerln kommt dazu, 30 Gramm von zimmerwarmem Butter tue ich da klein reinschneiden, damit es leichter vermengt. Jetzt werden alle Zutaten vermischt, am besten nimmt man einen Mixer mit den Knethaken. Ich tue das mit der Teigkarte jetzt alles sauber zusammenstreichen und danach kommt das aufs Backblech. Ich habe die Hände jetzt nass gemacht, mit nasser Hände wird die Masse nachher flach gedrückt. Einem geht das am besten, das biegt man nicht, mit einem Löffel geht das gar nicht gut, auf ungefähr 1 cm Dicke und nachher wird es in Röhrchen gedunkelt. Nach 20 Minuten kann man die Müsli-Masse aus der Röhrl nehmen, weil sie goldbraun gebacken ist. Danach kann man nachher die Masse, sobald sie noch warm ist, in Riegel schneiden. Man lässt sie etwas abkühlen, dann kann man sie gleich essen oder kann sie in einer luftdichten Box aufbewahren. Das sind jetzt die fertigen Müsli-Riegel. Das sind richtig kleine Kraftpakete für zwischendurch, auf dem Berg, im Büro oder für die Kinder als Schulhause. Und ganz gut in der Jahr zu verschenken. Ich wünsche euch noch viel Spaß beim Nachbacken und eine ruhige Adventszeit.